Hallo meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen DM-Haul von mir. Ich war seit langem direkt bei DM shoppen, sonst kaufe ich ja gerne online. Ja, auch derzeit ist online manches nicht verfügbar und ich wollte jetzt einfach mal in den DM direkt gehen, mal sehen, ob es da ein paar mehr Neuheiten gibt oder nicht. Aber ja, ich weiß eh, dass bei uns bei den DMs die Neuheiten immer sehr, sehr spät einziehen oder die halt einfach bei uns hauptsächlich nur online verfügbar sind. Deswegen shoppe ich auch lieber online. Aber es sind ein paar Neuheiten auf jeden Fall dabei und sehr viele Sachen, die ich nachgekauft habe. Und ich würde sagen, ich fange gleich mal an mit einem Lieblingsprodukt von mir, ohne dem ich bzw. mein Mann und ich einfach nicht sein können. Und zwar ist das von Syoss der grüne Haarspray in Max Hold der stärksten Richtung, ja, in der Stärke Nummer 5, 400 Milliliter. Es gibt einfach keinen besseren als den hier, ist vom Preis her zwar um einiges teurer als manch andere, aber der kann es einfach. Dann habe ich mir einmal hier diese Maxi-Wattepads nachgekauft. Es gibt ja die Super Soft Maxi-Wattepads von Ebeli und die ganz normalen Maxi-Pads. Und mir sind einfach die hier ein Tick lieber, die super soft sind, extrem dick und einfach irgendwie ein bisschen unpraktisch, finde ich zumindest, ich weiß nicht. Ja, die sind auch ein bisschen günstiger als die super soften, hier sind 50 Stück drinnen und ja, mit denen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Dann kommen wir schon zu einer Neuheit und zwar zu einer LE, zu einer Limited Edition und zwar einer Rasiergel und das hat mich so angesprochen, überall wo diese Baumwolle drauf ist, dass muss ich einfach haben. Ich mag diesen Cotton-Duft einfach sehr, diesen pudrigen, sauberen Duft. Hier ist aber noch Mandel mit dabei. Das kann ich mir jetzt auch sehr gut für den Herbst-Winter vorstellen. Mandel ist ja immer so ein bisschen weihnachtlich, finde ich. Aber ich würde sagen, wir schnuppern gleich mal dazu. Okay, hier kann ich jetzt noch nicht wirklich viel riechen. Ich würde sagen, ich gebe das auf ein Kosmetiktuch vielleicht. Ja, dieses Gel wird dann erst im Laufe der Anwendung zu einem Schaum, was ich eigentlich auch ganz toll finde, obwohl ich irgendwie ein bisschen lieber zu den Rasierschäumen greife. Das riecht so leicht nach Marzipan. Wow, und ich mag Marzipan echt gerne. Ich kann es mir zwar irgendwie nicht ganz so vorstellen, dass ich diesen Duft hier am Körper trage, aber bei den Balea-Produkten ist es ja eigentlich eh immer so, dass der Duft nur während der Anwendung ist und danach eigentlich wieder verfliegt, aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall richtig toll. Ein Nachkaufprodukt von mir ist von Balea dieses Mizellenreinigungswasser und zwar in Rosa. Das ist das für trockene und sensible Haut, ist ein 3-in-1 Produkt ohne Parfüm und ohne Alkohol, mikroplastikfrei, reinigt, entfernt Make-up und ist auch ein Gesichtswasser für Gesicht, Augen und Lippen gedacht in der Richtung Rosé. Rose, ja. Es gibt dann auch noch Lilie, nein. Auf jeden Fall gibt es die Verpackung auch so in einen Petrol-Türkis und da ist mir aber das irgendwie ein bisschen lieber. Dann habe ich mir diese Mascara hier von Catrice nachgekauft. Nicht, da sie jetzt meine allerliebste Mascara ist, denn die ist und bleibt einfach die hier. Die muss ich mir auf jeden Fall jetzt auch wieder nachkaufen, denn da habe ich jetzt meine Mama eine mitgegeben zum Ausprobieren und die muss ich mir auf jeden Fall wieder nachbestellen, aber online, denn direkt bei DM ist die immer ausverkauft. Und ja, das ist eigentlich meine allerliebste schon seit Jahren, die Glam & Doll, die dunkelblaue Volumen-Mascara in Waterproof, aber die trennt die Wimpern sehr, sehr schön, sehr sauber und elegant, finde ich. Und die hier gibt dann wirklich nochmal so intensives Volumen, würde ich sagen. Und die trage ich dann immer nach dieser hier auf. Ja, also ich bin mit der sehr zufrieden. Die habe ich jetzt einfach ausgetestet, gut getestet und meiner Meinung nach ist die hier wirklich sehr, sehr gut.
könnte aber nur mit der hier nicht arbeiten, denn wenn man lange mit der die Wimpern tuscht, dann bekommt man so diese Fliegenbeine und das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ich habe mir auf jeden Fall da schon mal ein Backup angelegt und die muss ich auf jeden Fall nachkaufen. Dann gibt es eine neue Tuchmaske, auch eine LE und zwar diese hier. Sieht auch richtig toll aus, aber ja, ich sage das immer dazu, neue Tuchmasken möchte ich einfach gerne ausprobieren, auch wenn sie so aussehen. Ihr wisst, oder zumindest die meisten von euch wissen, dass ich nicht so diese bärigen, süßen Düfte mag, vor allem im Gesicht nicht. Aber ich probiere es gerne aus. Das ist die Tuchmaske It's Waffle Time. Spendet Intensivfeuchtigkeit mit Beerenextrakt und Hyaluron für jeden Hauttyp. Ja, einfach mal zum Ausprobieren. Dann gibt es auch noch neu diese Tuchmaske hier. Das ist die bedruckte Tuchmaske Be Iced und zwar für intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Baumwollenextrakt. Ja, die kann ich mir auf jeden Fall für mich richtig gut vorstellen, aber die ist halt so bedruckt, was mir eigentlich überhaupt nicht unbedingt wichtig ist, beziehungsweise finde ich es eher, ja, egal. Ja, ist auch für jeden Hauttyp und auch mikroplastikfrei. Weiter geht's mit Neuheiten und zwar bin ich total ausgerastet, was die Allzweck-Tücher betrifft und ja, nur aus dem Grund, dass es drei neue gibt. Ich wusste das noch gar nicht und ja, ich habe mir jetzt alle drei auch mitgenommen. Wollte zuerst nur zwei davon nehmen, aber ich habe dann alle drei mitgenommen. Einmal hier von Denk mit die Allzwecktücher in der Duftrichtung Kokoswasser und Mandel. Ich weiß nicht, irgendwie riechen die ganz stark nach Alkohol. Dann die nächsten Allzwecktücher sind mit Koriander und grüner Tee. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen, vor allem so zum Putzen. Die riechen auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Gefällt mir richtig gut. Und zu guter Letzt Orchidee und Reismilch. Riechen auch ganz gut und sehr angenehm. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Das war aber auch die Packung, wo ich eigentlich schon sehr unsicher beim Kauf war. Denn Kokoswasser und Mandeln zum Putzen, ich weiß nicht. Die haben irgendwie so einen eigenen Duft noch mit dabei. Mandeln, leichtes Mandel riecht man auf jeden Fall heraus. Kokoswasser finde ich jetzt gar nicht. Mal sehen. Dann gibt es zwei neue Cremeduschen von Balea. Die habe ich natürlich auch gleich mitgenommen. Einmal in der Duftrichtung mit, keine Ahnung, Positiv Mind mit verwöhnendem Duft. Take time to make your soul happy. Entweder ist irgendetwas mit meiner Nase los. Keine Ahnung, riecht irgendwie jetzt nicht schlecht, aber ein bisschen eigenartig, finde ich. Den Duft kann ich jetzt überhaupt nicht zuordnen. Steht aber auch des Weiteren nichts drauf. 300 Milliliter und vegan. Keine Ahnung. Ja, egal. Das, ja, auf jeden Fall die zweite LE hier ist die Cremedusche Make a Wish mit dem magischen Duft nach Sternenzauber. Das könnte ich mir eventuell für meine Tochter ganz gut vorstellen. Reach for the Stars. Das riecht zwar ein bisschen so süßlich, aber ich glaube, das würde sogar mir zusagen. Werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Wenn es mir jetzt nicht zusagt und zu süß ist, dann wandert es immer weiter zu meiner Tochter. Dann habe ich diese Augenpads ergattert. Die hatte ich schon mal im Warenkorb online, habe aber dann nicht gleich bei DM online bestellt und dann waren sie alle ausverkauft. Ja, das sind die Hydro-Augenpads. Die anderen habe ich jetzt nicht mehr ergattert. Die waren, glaube ich, mit weißer Schokolade. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber die mir mit dunkler oder mit Schokolade halt waren noch vorhanden mit Hyaluron, Kakaobutter und Mandelöl. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich mag ja Augenpads sehr, sehr gerne. Was mir immer fehlt, das sind einfach Lippenmasken. Das gibt es nicht. Warum?
erfinden alle so viele Augenpads, aber so wenig Lippenmasken. Die letzte Neuheit, was ich mir geholt habe, ist von Essence. Und zwar ist das eine Volume Booster, also ein Lash Primer. Das trägt man sich einfach, bevor man die Mascara aufträgt, auf. Für super Volumen mit Superfruits. Mascara-Grundierung für maximales Volumen mit Acai-Öl, Mangobutter und Vitamin E. Das Bürstchen sieht so aus, mit so einer weißen Konsistenz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so etwas in der Richtung schon mal hatte. Aber mich würde es einfach interessieren, wie der Effekt so ist von so einem Mascara-Primer. Die nächsten Produkte sind jetzt alles eigentlich Nachkaufprodukte, soweit ich weiß. Und zwar habe ich mir einmal wieder das Ansatzset nachgekauft, einfach weil es viel, viel schneller geht, als sich komplett die Haare zu färben. Und hier steht 10 Minuten drauf. Ich glaube, insgesamt braucht man schon so 15 Minuten. Da ich immer sehr, sehr, sehr sparsam mit dem Produkt hier umgehen muss, damit ich wirklich den gesamten Ansatz färben kann. Aber finde ich richtig toll. Dann ganz unspektakulär einmal Backzuschnitte. Und ja, ich habe etwas gefunden, was mir eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, ja, bitte haltet mich jetzt nicht komplett für verrückt, aber ich habe alle Balea Augen-Make-up-Entferner gekauft, bis auf einen. Es waren die letzten 4 Stück. Ich habe zu den 3 gegriffen. Ich schaff's dann nicht ganz, dass ich alle kaufe. Ich muss dann immer irgendwie so eins übrig lassen für jemanden, der es vielleicht auch ganz dringend braucht. Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall sind die derzeit total ausverkauft online. Man bekommt sie nicht. Sind die Make-up-Entferner ölhaltig? Sind schon wochenlang ausverkauft. Und den anderen Make-up-Entferner, den ich sonst immer verwende, ist der von Maybelline, der bis dato auch schon Monate ausverkauft ist. Und schon langsam wird es eng bei mir. Deshalb habe ich jetzt zu den 3 gegriffen. Ja, entfernt Wasser, festes Make-up, pflegt die Wimpern, 91% natürlichen Ursprungs. Preis-Leistung einfach top. Dann habe ich von Garnier das Mizellenreinigungswasser geholt. Ich habe es derzeit in Gelb zu Hause, finde ich auch richtig gut, habe aber gehört, dass da die Augen noch weniger, so manchmal brennen die Augen ein bisschen, nachdem man sich abschminkt. Ich denke, die viel Augen-Make-up oder Mascara tragen, die wissen, was ich meine, und angeblich soll das ein bisschen sanfter sein. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, finde aber das Gelbe auch richtig toll, und das wird jetzt eigentlich gerade schon leer. Das ist das All-in-One, reinigt und beruhigt, entfernt Make-up, sogar wasserfestes Make-up. Für Gesicht, Augen und Lippen, nicht fettend, was ich immer richtig toll finde. Ich bin gespannt, ob das weniger fettend ist als das Gelbe. Ja. Dann gab es auch was für die Katze, und zwar so ein Schlecker-Snack. Liquid mit Huhn und Taurin. Dann habe ich mir einmal von Evelyn die stinknormalen Wattepads geholt, die 140 Stück, weich und fusselfrei. Und ich musste mir wieder mein allerliebstes Deo nachkaufen, und zwar von Borotalco, das in Pure, 0% Aluminium. Ich mag das so, so gerne. Ja, komme nicht ganz ohne dem klar. Ich finde das so gut, wenn der Preis nicht so doch so stolz wäre, würde ich es mir ständig kaufen. Ja, wechsle mich da einfach ein bisschen ab, so zwischen etwas günstigeren und denen hier. Dann noch das letzte unspektakuläre Produkt, aber jetzt zur kalten Jahreszeit wieder ganz, ganz wichtig sind, von Soft & Sicher die Taschentücher. Ja, ich musste jetzt auch noch wieder die ganz normalen Packungen, die zum Rausziehen kaufen, damit die ein bisschen verteilt in den Räumen sind, denn es ist ja schon wieder die Schnupfenzeit da. Beziehungsweise haben wir, ich glaube, den ersten Schwung schon geschafft. Meine Tochter hat schon erwischt, Gott sei Dank nur ganz leicht. Ich war nach der Hochzeit ein bisschen bedingt, und auch mein Mann, beziehungsweise eigentlich schon vor der Hochzeit. Bin mir aber nicht ganz so sicher, ob das der ganze Stress und so war. Ach ja, hätte ich ganz vergessen. Ich habe mir auch noch von Balea diese
Handschuhmaske nachgekauft. Die verwende ich sehr, sehr gerne, nachdem ich meine Du-Nails-Nägel abnehme. Das sage ich euch auch immer wieder, einfach um die Nagel und Nagelhaut zu pflegen. Habe ich gerne so etwas zu Hause. Die Handschuhmaske mag ich sehr, sehr gerne, da sie vom Duft so richtig angenehm ist, aber halt schon sehr, 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 sehr extrem parfümiert ist. Aber ja, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Das ist auf jeden Fall mit Shea Butter, Wildrosen und Aprikosenkernöl. Intensiv pflegen für einen sofortigen Feuchtigkeitskick für gepflegte und sandweiche Hände. Ja, mag ich auch ziemlich gerne. Zur kalten Jahreszeit, wenn Haut, Hände immer ein bisschen trocken sind, dann wende ich gerne mal so diese Handschuhmasken an. Ja, meine Lieben, jetzt hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um mich zu unterstützen und damit du natürlich auch kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Kleiner Spoiler, es gibt auch einige Verlosungen in nächster Zeit. Zumindest laufen, glaube ich, auch gerade einige. Also schaut da auch gerne vorbei. Ich bedanke mich jetzt noch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.